Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni 2. Ich glaube, wir befinden uns so ziemlich am Ende. Ich habe geträumt, wie ich von einem geheimnisvollen Jungen mit blauen Haaren spiele. Okay. Als ich aufgewacht bin, lag dieser Brief unter meinem Kopfkissen. Und mein Körper war ganz verschwitzt und nass. War ein schöner Traum. Ich werde jetzt eine kürzere Aufnahme machen, aber vielleicht reicht die auch schon. Was muss denn alles noch gemacht? Also ist bloß noch der Erlöser. Level 130, welches habe ich? 131, ja, dann passt's ja. Hast du dich wieder beruhigt? Hey, seid ihr bereit? Ah, gut, jetzt ist er wieder der Alte. Bitte entschuldigt diesen Ausbruch. Ich war einfach so glücklich. Wenn ihr wüsstet, wie viele Tausende von Nächten ich auf diesen Moment warten musste. Ihr seid die besten Erlöser, die ich mir hätte wünschen können. Aber dass ihr wieder hier seid, bedeutet wohl, dass ihr mir ein weiteres Mal eure Hilfe anbieten möchtet. Hallo. Ich dachte eigentlich, dass wir für dich die Albträume besiegen sollen. Dabei hast du in Wirklichkeit nach Leuten gesucht, die es mit den Dämonen auch selbst aufnehmen können, habe ich recht? Welch Scharfsinn. Du kennst dich mittlerweile ja wirklich gut mit Herzen und den in ihnen verborgenen Gefühlen aus. Ist die Macht des Dämonenhauses einmal gebrochen, werden nicht nur die Albträume, sondern auch alle besessenen Monster gleich mit verschwinden. Als ob das möglich wäre! Aber selbstverständlich ist es möglich, mit der Hilfe der Herzknuffis, die ihr gerettet habt. Mutti! Hono! Raui! Warum Raui? Ri! Zee! Ego! Ganz der Herzknuffel wird auch die dunkelsten Ecken des vergänglichen Pfades erleuchten. Könnt ihr euch sicher ans Ziel bringen. Und euch sicher ans Ziel bringen, sowas. Wie schon beim einzigen Besitz des magischen Begleiters, ist es als Erlöser eure wahre Aufgabe, die Welt zu retten. Um es kurz zu machen, ihr müsst Terradeus erlösen. But den Algo-Terradeus? Also, das ist durchaus unerwartet. Hat er sich nicht schon vor Ewigkeiten von dieser Welt verabschiedet? Sag bloß, dass, er für diesen Dämon auch verantwortlich ist. Etwas mehr Respekt, bitte. Auch du hast deine Kräfte einzig und allein ihm zu verdanken. Einst lenkten die Götter mit Terradeus als Anführer die Geschichte dieser Welt. Doch dann zogen sie sich zurück und überließen den Wächtern und Königen diese Aufgabe. Der Ursprung dieser Wächterkräfte, was ihr heiliger Wind nennt, ist nichts anderes als die Energie des Allgottes, die diese Welt durchströmt. Crikey! Echt jetzt? What? So etwas Wichtiges weißt du nicht, Remy? Wenn er seine Aufgabe als Wächter erfüllen kann, ohne das zu wissen, zeigt das nur, wie selbstständig diese Welt schon geworden ist. Jedenfalls ist genau dieser heilige Wind das Problem. Er durchströmt nun diese Welt, ohne von Terradeus gelenkt zu werden. Kommt diese Energie mit irdischen Herzen in Berührung, kann es passieren, dass sie verdirbt und zu Dämonenhauch wird. Trauer, Verbitterung. Je mehr solcher negativen Gefühle der heilige Wind in sich aufnimmt, desto ähnlicher wird er dem Dämonenhauch. Die Geschichte dieser Welt ist eine Geschichte voller Krieg und Streitigkeiten. Kein Wunder also, wenn die Gefühle ihrer Bewohner verruhen und auch der Allgott davon nicht unberührt bleibt. Der Allgott ist untrennbar mit allem Leben auf der Welt verbunden.
Der Dämonenhauch ist also auch das Werk Pandemos. Ist nicht das Werk Pandemos, sondern das Ergebnis der Geschichte dieser Welt. Das Resultat der bisherigen Taten all seiner Bewohner. Wenn man nichts dagegen tut, wird diese Welt früher oder später vollends vom Dämonenhauch eingehüllt sein. Wahrlich, dunkle Zeiten werden dann anbrechen. Jetzt muss ich aber doch mal fragen, Werder, was bist du eigentlich? Ich? Nur ein Wegweiser. Jemand, der dieser Welt den Weg in die richtige Richtung weisen möchte. Aber nun zu meiner eigentlichen Bitte an euch. Könnt ihr den Dämonenhauch, der im Körper des Alberts nistet, austreiben und Terra Deus erlösen? Spürt der Dämonenhauch die Nähe von Herznuffis, nimmt er die Form von Albträumen an, um dem gleißenden Licht ihrer Herzen zu entfliehen. Wenn ihr euch in die Nähe des Allgottes begebt und die dort lauernden Albträume besiegt, wird auch der Dämonenhauch, der diese Welt durchströmt, einmal verschwinden. Wenn es so darum geht, Albträume den Hintern zu treten, das ist nichts Neues für uns. Dann weise ich euch jetzt den Weg zu jenem Ort, an dem sich Terra Deus aufhält, ja? Wenn ihr euch entscheidet, von dieser Aufgabe zu fliehen, wird es um diese Welt bald bestellt sein. Keine Sorge, unser Entschluss steht fest, damit unsere Welt eine Zukunft hat. Ich werde die Albträume besiegen, nicht als Erlöser, sondern als König von Minneapolis. Dann öffne ich jetzt die letzte Tür. Das womöglich größte Ereignis seit Äonen. Der Pfad zum Allgott wird bestritten. Lasst uns diese Welt gemeinsam in eine bessere Zukunft führen. Ich speichere mal, dass ich erstens nicht alles nochmal nachholen muss. Aber einfach auch... Weil ich ein bisschen Schiss habe, dass ich wirklich nicht mehr zurückkomme. Hey, da liegt ein ganzes Auto. Ein Baum? Dieser Baum ist Terra Deus höchst selbst. What? Und der schwarze Dunst, der von dem den Baum gibt, ist dann wohl... Richtig. Dämonenhauch. Siehst du, wie die negative Energie darin pulsiert? Ach du grüne Leute, eigentlich sollte daraus doch nur unser heiliger Wind werden. Eigentlich schon. Aber nun? Das seht ihr, wie der Dämonenhauch zu einem Albtraum wird. Irgendwas stimmt da nicht. Ach, wirklich? Albschatten. Das ist kein Albtraum. Was ist das? Der Albschatten. Die Summe aller Albträume. Ein riesiger Dämonenhauch mit eigenem Willen. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so schlimm ist. Ob ich mir zu viel Zeit gelassen habe? Oder ist es etwa... Licht ihrer Herzen, das die Schatten umso deutlicher erscheinen lässt. Nein, dass es früher oder später soweit kommt, war unausweichlich. Wir müssen uns wohl unserem Schicksal fügen. Oh, hör mal, Meister Hasenfuß, glaubst du, wir geben einfach so auf?
Ganz genau, egal wie stark der Gegner ist. Manchmal muss man sich einfach stellen. Weglaufen ist nicht drin. Wenn wir den Albschatten gewähren lassen, wird die Welt noch mehr aus dem Fugen geraten. Alles Leben auf der Welt will sich dann vollends seinen negativen Gefühlen ergeben. Wobei die Bewohner dieser Welt ja seit jeher gut gewohnt sind. Vermutlich werden sie also auch in einer solchen Welt wieder werden sie sich auch in einer solchen Welt wieder zurechtfinden. Excuse me. Das ist aber nicht die Welt, in der ich leben will. Ich möchte eine Welt, in der ein jeder glücklich sein kann. Welch grenzenlos inniger Wunsch. Es war gut, dich als Erlöser auszuwählen. Hier trifft also das gleißende Licht eurer Herzen auf die abgrundtiefe Dunkelheit der Seelen dieser Welt. Seid ihr bereit? Gehen wir! Lass den Albschatten gemeinsam vernichten! Ja, der hat sogar ein höheres Level als ich! Er schlägt bestimmt gleich. Ui, hat mich trotzdem erwischt. Verflucht, ich hab vergessen... Ach, egal. Ich komme mir gerade vor, als würde ich gegen Riley in Mega Man 4 kämpfen. Mit diesem riesigen Roboter. Okay, ich muss die Hände angreifen und dann das andere. Au! Oh! Oh, schlägt's nach irgendwie mein Auge raus? Der hat ein bisschen viel Leben, glaube ich. Okay, scheint ein recht simples Angriffsmuster zu sein. Sein Schöpfergott, er ist weder gut noch böse. Oh, wir haben ihn. Ah, hier mache ich keinen Schaden wirklich. Okay, die Hände sind seine Schwachstelle. Ja, auch nur bedingt. Magie ist seine Schwachstelle. Und seine Hände. Sind Seelenerlösung verbunden, okay. Ja, schöner Brocken. Ah, Mist. Mann, das ist echt nicht leicht. Ah, okay, das erwischt mich. Das ist schön. Wegweiser, ich weiß, du bist... du siehst recht schmächtig aus, aber ein bisschen Hilfe wäre nicht verkehrt. Okay, ich brauche ein bisschen Hilfe. Was, Evan? Du kriegst jetzt auch mal ein bisschen.
Hätte auch klappen können. Nee. Kann man soweit vergessen. Ja, scheint ich ja mal hier rein. Ah, Mist. Das müsste auf jeden Fall sitzen. Warum sind seine Hände, seine Schwachstelle? Oh, das Juwel ist aus. Macht das nach vorne, oder? Ja, das trifft dann noch hinten. Das ist ja beschissen, dass ich auch noch auf sowas achten muss. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte hier einen anderen Angriff machen, Mensch. Au! Okay, ein Goldkraut bitte. Ein Goldkraut für Evan. Kann man fast nicht verletzen, das ist schon scheiße. Ah. Wie kann man dafür sorgen, dass der andere wieder angeht? Ah, jetzt haben wir alle ausgemacht, okay. Was jetzt? Ich glaube, jetzt schießt auf mich. Ach, das sind diese Sägeblätter. Okay, scheint ist am Boden. Müssen wir die Arme wieder kaputt machen. Ach, wow. Ah, Mist, zu langsam. Oh, okay. Oh nein, keine Seifenblasen. Evan, ich glaube fest an dich. Das ist ja beschehen. Es kommt auch noch Wind dazu. Hey Knuffis, helft mir. Alle drei leben. Mach's mir bloß nicht so leicht. Hey, ich hab's gewusst. Wäre ich auf harte Ziele gegangen, dass sowas noch kommt. Oh, was? Der kann das auch vorne? Mieser Pisser. Okay, die Marionetten sind, glaube ich, schwächer gewesen. Oh nein! Boah, jetzt schickt er noch mehr. Ich hasse diese Seifenblasen.
Nee, das bringt es nicht wirklich. Oh Mist, ich bin direkt reingesprungen. Gebt ihm, der ist auf mich fokussiert. Ach, Shanty, du machst das doch mit Absicht wieder. Ah. Hol Shanty wieder. Wie lange soll dieser Kampf gehen? Schlag doch zu, Leute! Ich schon erwähnt, dass ich die Dinger hasse. Es muss irgendeinen Trick geben. Ich habe aber leider keine Magie groß. Ach komm! Wo genau hat er das jetzt hingeschickt? Gott, da brauche ich ja ewig. Scheiße. Es muss irgendeinen Punkt geben, an dem er sehr verwundbar ist. Ja, nee, das bringt absolut nichts. Wow. Wie ich auf die Fresse krieg. Und auch überhaupt nichts mehr sehe. Da geht mir schon ein bisschen auf den Keks tatsächlich. Ich finde das so unnötig übertrieben, wenn Gegner einfach mal abnormal viel Leben haben. Und ich kämpfe dadurch einfach nur ziehen. Das ist für Level 135 gedacht vor allem. Oh nein, jetzt macht's mit auf den und nicht. Ach klar, hat gezählt. Ja, Shanty, bleib stehen und lass dich abstechen. Das ist eine gute Idee. So werden wir den Kampf bestimmt gewinnen. Der hat halt einfach nur unglaublich viel Leben übertrieben. Ja, Shanty geht mir halt irgendwie auf den Sack.
Irwin ist auch gleich tot. Sag doch einfach, dass ihr keinen Bock habt, mir zu helfen. Ne, ich kann dir nicht wirklich Schaden zufügen. Außer mit diesen Knuffis hier. Obwohl das auch nur 600 ist. Jetzt kommt ein Boom. Ein Doppelboom. Der letzte, der noch da. Ach ja, er verliert die Energie in den Dinger dann. Aber was bringt's, wenn er keine Energie mehr hat? Ich kann ihm dann trotzdem nicht mehr Schaden zufügen, kurzzeitig, oder? Ah, ihr Loser, ey. Oh, hier ist ein Schwachpunkt. Ah, das müssen wir erstmal wissen. Jetzt weiß ich's. Okay, da muss ich ihn dann erwischen. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Boom. Doppelboom. Okay, okay. Jetzt kämpfe ich schon eine halbe Stunde, jetzt weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Der Vorteil ist, ich krieg jetzt alles, was irgendwie am Bonus kommt. Von den Knuffis krieg wenigstens ich. Jetzt lassen wir uns die Blasen wechseln, sonst habe ich keine Chance. Waren die Blasen im Spiel. Oh. Oh oh. Nicht cool, nicht cool. Was machst du? Gut. Alle bezwungen. Oh, es verliert deine Energie. Was habe ich, um euch zu heilen? Ihr könnt euch Mini-Heilung anbieten. Ah, das war's mit den Glückis wieder. Oh, oh komm, das war ja fies. Direkt auf mich drauf. Da ist ja gar keine Chance auszuweichen. Oh. Ah.
Die Sicht ist manchmal echt beschissen hier. Könntet ihr einfach mal eine Schwachstelle angreifen und nicht andauernd dasselbe gehen? Okay, jetzt kommt Boom. Warum geht auch alle, obwohl es eigentlich gut, dass alles auf mich geht. Schön ist auch, dass die mir wirklich die ganze Heilung klauen, die beiden. Und die nicht effizient nutzen, andererseits doch gerade schon, glaube ich. Ah, abgebrochen. Danke, aber das bringt mir halt herzlich wenig. Warum krieg ich das? Gib das doch Shanty, Mensch! Du Esel! Okay, das war gar nicht mal so ineffizient. Aber der Schaden, den ich mache, obwohl ich schon so Superwaffen habe, ist einfach viel zu niedrig. Ja. Ihr macht mal schön weiter. Wow. Manchmal bin ich echt beeindruckt von eurer Unfähigkeit, was zu tun. Was nehme ich? Oh. Du musst echt auf Wind und harte Gegner stellen. Oh, nicht reinspringen. Lauf doch nicht weg, Evan. Das war meine Schuld. Wieso ist eigentlich nur noch ein Knuffi? Oh, danke. Mist. Nein! Ja, das bringt halt nicht viel. Doch mal auf die richtigen Sachen. Okay, jetzt muss ich abhauen. Ihr beiden müsst das jetzt packen. Er hat gar nichts mehr offen. Wie gemein!
Verflucht! Ich habe gedacht, das kann ich mal so richtig auf die Fresse geben. Ach komm, also das ist doch jetzt ein Witz. Oh, du bist wieder da. Oh, du bist tot. Das muss ich sagen, das ist wirklich ganz scheiße von dem Spiel. Komm, wie soll ich mich denn dagegen wehren, wenn ich sofort tot bin, wenn ich wiederkomme? Okay, es war vielleicht doof, da reinzurennen, aber trotzdem, das ist doch beschissen. Hey, ich hab... Ey, der hat wieder geschlagen, obwohl ich Ausweichen gedrückt habe eigentlich. Und ich habe definitiv Ausweichen gedrückt. Ich habe nicht auf Schlagen mehr gedrückt. Oh, nee. Oh Gott, das geht mir langsam echt auf den Sack hier. Der Kampf ist einfach nur nervig. Kannst du dich effizient nutzen. Das ist halt ein sehr anstrengender Kampf, weil immer wieder das Gleiche passiert. Also wenn ich jetzt drauf gehen sollte, stelle ich auf jeden Fall einiges um. Aber das nervt. Der Kampf ist einfach nur nervig. Du kannst den Gegner so gut wie nicht verletzen. Und er hat zig Angriffe. Und wenn du ihn doch mal verletzt, dann ist es relativ sinnlos. Oh, scheiße. Kannst du nicht abbrechen? Oh, ich glaube, die macht ja überhaupt keinen Schaden. Gut, das ist mir egal. Ich stelle jetzt mal was um, weil so kann ich nicht gegen die kämpfen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, so zu kämpfen. Ich brauche Zauber. Wenn du die halt zufällig nicht hast, oh, Pech gehabt. Und dieser scheiß Knuffi-Trick habe ich schon wieder vergessen, wie der funktioniert. Ich finde eigentlich auch diese ganzen Zauber und das alles irgendwie nutzlos. Ja, ja. Ja, von mir aus. Oh, ich habe eh keine Punkte. Ach doch, hier. Oh. Ja, schön. Das ist gut. Hast du auch sowas hier? Das hätte ich schon viel eher nehmen sollen. Ah, die Technik. Ich glaube, ich brauche keine Technik eigentlich.
Was ich brauche. Ja. Was ich brauche sind. Sind Zauber. Ich muss so immer hochgehen. Und die muss ich auch ausrüsten, sonst habe ich, glaube ich, keine Chance gegen. Der ist eigentlich nur durch Zauber verwundbar. Die Sachen waren jetzt zwar gut. Kann ich hier unten noch irgendwas Nützliches lernen? Das ist aber auch nur ein Trainingszentrum, glaube ich. Ich brauche Magie. Meine Nummer 1, Nummer 3 und Nummer 4 kann ich nicht verwenden mit Roland. Das heißt, ich nehme mir von allen Zaubern mal ein bisschen was mit. Hatte ich die Zauber schon gelernt? Wo könnte ich die Zauber lernen? Könnte ich... Kann nur Evan Zauber lernen? Ja, toll. Das kann nur er lernen. Wie weit kann ich Feuerball verbessern?